Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Nummer weiß ich jetzt nicht. Arbeitsrecht am Morgen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Heute darf ich Ihnen ein arbeitsrechtliches Thema präsentieren. Martin Pessara, Mitarbeiter, Arbeitgeberverband Region Braunschweig. Und heute geht es um arbeitsrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Dienstwagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Dienstwagen, wenn auch eine Privatnutzung vereinbart ist vor diesem Hintergrund. Ich werde das Thema nicht erschöpfend behandeln können, weil allein in diesem Thema könnte man wahrscheinlich ein ganzes Seminar füllen. Ich habe mir so ein paar Sachen mal rausgepickt, worüber man vielleicht mal sprechen könnte, beziehungsweise wo ein Hinweis vielleicht mal ganz sinnvoll ist. Ich hoffe, Sie können irgendwas mitnehmen und dann gucken wir mal. Geht los. Also die Ausgangssituation ist erstmal wie folgt. Wir unterscheiden ja einmal zwischen der Überlassung eines Dienstwagens nur zur dienstlichen Nutzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Überlassung eines Dienstwagens oder eines Dienstkfz auch zur Privatnutzung. Für die erste Konstellation nur zur dienstlichen Nutzung ist eine Dienstwagenüberlassungsvereinbarung unüblich. Könnten Sie natürlich auch machen. Sie könnten natürlich auch in der Konstellation eine Dienstwagenüberlassungsvereinbarung nur für die dienstliche Nutzung machen, weil auch da den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin natürlich bestimmte Rechte und Pflichten treffen, den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin natürlich auch. Aber das ist eher unüblich. Sowas habe ich in der Regel nicht gesehen. Wenn, dann wird das meistens nicht über eine Vereinbarung gelöst, sondern meistens in irgendeiner Art und Weise im Wege letztlich des Direktionsrechts beziehungsweise einer Betriebsanweisung, wie habe ich denn mit überlassenen Fahrzeugen umzugehen. Das soll heute nicht unser Thema sein. Unser Thema heute soll sein, die Überlassung von Dienstkraftfahrzeugen auch zur Privatnutzung. Und da wird man sagen müssen, ist eine Dienstwagenüberlassungsvereinbarung oder Dienstwagenvereinbarung aus meiner Sicht erforderlich. Wobei wir werden uns gleich mal gucken, welche Themenfelder man in solchen Dienstwagenvereinbarungen dann vielleicht mal abarbeiten sollte. Zwischen zwei Arten von Regelungen, die typischerweise in so einer Dienstwagenüberlassungsvereinbarung auftauchen, unterscheiden kann. Es gibt einmal Regelungen, habe ich hier hingeschrieben, mit rechtschaffendem Charakter. Das klingt irgendwie rechtschaffend, irgendwie, dass jemand besonders gut ist. Nein, darum geht es nicht, sondern um Regelungen, die tatsächlich Recht setzen beziehungsweise rechtliche Regelungen vereinbaren, die es sonst ohne diese Regelung zwischen dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin und dem Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin nicht gäbe. Und Regelungen, die wir dort auch haben, häufig, die eher deklaratorischen Charakter haben. Das heißt, auch wenn es diese Regelungen im Überlassungsvertrag nicht gäbe, würde trotzdem das, was da vereinbart ist, gelten, weil es entsprechende Rechtsprechung zum Beispiel dazu gibt. Das wollen wir uns mal angucken. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, auch vielleicht bei Regelungen mit deklaratorischem Charakter diese aufzunehmen, einfach damit das der Transparenz dient, nicht? Dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin im Zweifel weiß, woran er sich zu halten hat. Das sind so übliche Regelungsfelder. Man kann das ausdehnen. Also erstmal die Frage, welcher Dienstwagen ist zur Überlassung überhaupt geschuldet? Darüber sollte man vielleicht mal eine Vereinbarung treffen. Dann die Frage der Privatnutzungsmöglichkeit. Erstens, dass überhaupt privat genutzt werden kann und zweitens gegebenenfalls in welchem Umfang. Dann die Frage der Kostentragung. Wer trägt die Kosten? Werde ich kurz was zu sagen. Dann die Pflichten des Arbeitnehmers, nur beispielhaft aufgezählt. Die können natürlich auch insoweit dann ausgedehnt werden. Dann Fragen von Haftung und Versicherung. Wer haftet eigentlich, wenn irgendwas passiert? Interessanterweise, das werden wir nachher sehen, ist die Frage der Haftung davon abhängig oder kann davon abhängig sein, ob der Dienstwagen gerade dienstlich genutzt wurde oder privat genutzt wurde. Da gibt es Unterschiede. Dann Fragen der Herausgabe und des Widerrufs. Wann kann ich den Dienstwagen eigentlich herausverlangen? Wann kann ich sozusagen die Überlassung als Ganzes widerrufen? Und wenn ja, nach welchen Regeln? Dann die Frage der Rückgabe, ganz kurz. Und dann sollte vielleicht auch noch eine Regelung oder finden sich häufig Regelungen zur Abrechnung bei Privatnutzung, zumindest der Hinweis, dass eben die Versteuerung durch den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zu erfolgen hat, damit das sozusagen auch geklärt ist. Ja, steigen wir mal sozusagen ein. Welcher Dienstwagen? Das heißt, es ist ja immer hilfreich, wenn die Parteien sich in irgendeiner Art und Weise darauf geeinigt haben, welcher Dienstwagen denn jetzt zur Privatnutzung zu überlassen ist. Das, was Sie hier kursiv sehen, habe ich geklaut, und zwar aus dem Beck'schen Formularbuch Arbeitsrecht, 4. Auflage. Die haben geschrieben,
So die Formulierung, Sie sehen das, der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer mit Wirkung vom, es folgt das Datum, wenn es denn dann losgeht, einen Dienstwagen im Wert von maximal, da kommt wohl irgendein Betrag rein, Euro, inländischer Bruttolistenpreis inklusive Sonderausstattung und Umsatzsteuer, zur dienstlichen und privaten Nutzung zur Verfügung, die Wahl der Fahrzeugmarke und des Typs sowie der Erwerbsart, Kauf, Leasing oder Ähnliches obliegt dem Arbeitgeber. An sich eine tolle Regelung sozusagen. Was wir immer im Hinterkopf haben sollten, ist, bei diesen Dienstwagenvereinbarungen handelt es sich in erster Linie oder in aller Regel um allgemeine Geschäftsbedingungen. Und Sie wissen das, immer wenn wir über Arbeitsverträge reden oder arbeitsvertragliche Vereinbarungen, kommen wir immer zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen und kommen immer zu der daraus folgenden Inhalts- und Transparenzkontrolle, der einer solchen Regelung gegebenenfalls unterliegt. Dass man eine solche Vereinbarung mit dieser Formulierung wählen kann, würde ich mal sagen, ist relativ unstreitig. Ich persönlich finde die eher ein bisschen intransparent. Ja, also wenn Sie sagen, Dienstwagen im Wert von maximal und da kommt meinetwegen 45.000 Euro rein, was heißt das dann eigentlich? Kann ich dann möglicherweise als Arbeitnehmer, wenn da maximal steht, oder als Arbeitgeberin, kann ich als Arbeitgeberin dann auch möglicherweise einen Dienstwagen zur Verfügung stellen, zur Privatnutzung, der vielleicht nur, wenn es das überhaupt noch gibt, einen Bruttolistenpreis von 25.000 Euro hat. Deswegen, also gegebenenfalls bei uns in dem Muster, was Sie bei uns auch runterladen können, steht das auch mit dieser Maximalformulierung drin. Ob das dem Transparenzgebot genügt, sei nun mal dahingestellt. Letztens hatte ich interessanterweise mal, es ist aber sicherlich eine Ausnahme gewesen, die Anfrage eines Mitgliedsunternehmens, die von einer Firma im Wege eines Sponsorings Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben und diese Fahrzeuge sozusagen im Rahmen von Dienstwagenvereinbarungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterleiten. Und da waren das möglicherweise etwas hochwertigere Fahrzeuge. Ja? Und dann stand in den Dienstwagenüberlassungsverträgen drin, ich denke mir jetzt was aus, Dienstwagen im Wert von 40.000 Euro und die jetzt zur Verfügung gestellten von dem Sponsorunternehmen waren jetzt aber teurer. Und jetzt ist die Frage, an Rate das Unternehmen vielleicht gar nicht. Und jetzt war die Frage, kann ich sozusagen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen teureren Dienstwagen in Anführungszeichen aufnötigen? Bin ich noch nicht ganz am Ende? Die Frage ist noch nicht beantwortet. Ich würde eher sagen, nein, denn das hat natürlich entsprechende finanzielle Konsequenzen. Nicht? Wenn Sie mit einem 1% versteuern müssen, auf einmal sind da 70.000 Euro und wir reden dann von 700 Euro monatlich, dann kann das schon zu ganz anderen Konsequenzen führen. Das nur sozusagen als kurzer Ausflug. Also man könnte diesen Dienstwagen oder sollte den Dienstwagen in irgendeiner Art und Weise definieren. In alten Verträgen sieht man manchmal noch, dass da ein bestimmtes Fahrzeug, vielleicht auch noch mit bestimmten Nummernschild, in irgendeiner Art und Weise drinsteht, würde ich eher nicht machen. Ich würde es aus meiner Sicht immer über diesen Bruttolistenpreis sozusagen machen. Das macht Sinn. Was kommt dann manchmal? Nur kleiner Ausflug hier auch am Rande. Auch da haben wir häufiger mal Anfragen. Was kommt dann manchmal? Dann kommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, ja gut, also Bruttolistenpreis in Höhe von, ich denke mir wieder was aus, 40.000 Euro. Aber guck mal hier, ich habe da mal ein Angebot mitgebracht, insbesondere bei Leasingfahrzeugen. Leasingfahrzeug, super. Der Bruttolistenpreis ist zwar deutlich höher, aber die Leasingrate, die du Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu zahlen hast, ist deutlich drunter. Können wir das nicht mal machen? Kann man, aus meiner Sicht, sollte man dann nur irgendwie eine Zusatzvereinbarung zur Dienstwagenvereinbarung schließen, dass, ohne dass das Auswirkungen auf die Dienstwagenvereinbarung als solche hat, eben in diesem Einzelfall mal ein teureres Fahrzeug bestellt wird und dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin zur Verfügung gestellt wird, weil eben die Marktbedingungen zurzeit im Leasingbereich für ein spezielles Fahrzeug so sind, dass es den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin nicht mehr kostet. Wenn Sie sowas nicht machen, hängen Sie dann vielleicht irgendwann auf einem höheren Bruttolistenpreis fest. Nicht? Wenn Sie dann immer eine A6 zur Verfügung stellen als Beispiel, können natürlich auch andere Fahrzeuge sein. Und eigentlich ist der Bruttolistenpreis, den Sie vereinbart haben, mehr auf so ein A4 ausgelegt, aber der A6 hat im Moment günstigere Leasingraten. Dann hängen Sie vielleicht irgendwann mal auf einer höheren Fahrzeugkategorie fest. Also wenn mal, und das passiert wohl häufiger, ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin kommt und sagt, können wir nicht ein höherwertiges Fahrzeug machen, weil dich kostet es doch nicht mehr, dann machen Sie zumindest eine Zusatzvereinbarung. Rufen Sie uns an, dann machen wir Ihnen sicherlich was.
Darüber hinaus die Frage, hat jemand eigentlich einen Anspruch auf zur Verfügungstellung eines Neuwagens? Ich meine, nein. So was Richtiges habe ich dazu nicht gefunden. Aber wenn man zum Beispiel so eine Formulierung wählt, hat er aus meiner Sicht keinen Anspruch auf einen Neuwagen. Er hat dann gegebenenfalls Anspruch auf ein Fahrzeug, das eben einem bestimmten Bruttolistenpreis entspricht. Aber eben ein Neuwagen muss es aus meiner Sicht nicht sein. Habe ich relativ wenig zu gefunden. Aber auf Neuwagen haben die Parteien sich bei so einer Formulierung ja nicht geeinigt. Worauf Sie auch noch achten sollten, aber auch das finden Sie in dem Muster, was wir zur Verfügung stellen, eine Austauschklausel, ergibt sich hier vielleicht bei der Formulierung schon so ein bisschen auch aus dem zweiten Satz, die Wahl der Fahrzeugmarke und des Typs sowie der Erwerbsart obliegt dem Arbeitgeber. Aber Sie sollten vielleicht immer eine Austauschklausel auch haben, wo drin steht, also wenn wir dir aufgrund dieser Regelung ein Fahrzeug überlassen, sind wir nicht verpflichtet, dir das ganz lange zu überlassen oder für die ganze Zeit zu überlassen. Das, was wir dir jetzt konkret gegeben haben, sondern können das im Rahmen des vertraglich Vereinbarten auch austauschen. Wo spielt das eine Rolle oder kann das insbesondere eine Rolle spielen aus meiner Sicht, wenn es Leasingfahrzeuge sind? Dann haben Sie bestimmte Laufleistungen, die Leasingrate ist anhand einer bestimmten Laufleistung ermittelt und irgendwann, zumindest sollten Sie das vielleicht mal tun, fragen Sie vielleicht mal nach, wie hoch ist eigentlich die Laufleistung, dann sehen Sie vielleicht, ups, ein bisschen hoch, ja, also kann vielleicht am Ende, wenn wir das Leasingfahrzeug zurückgeben müssen, ein bisschen teuer werden, dann kann es unter Umständen preiswerter sein, wenn man das Leasingfahrzeug mal wechselt. Deswegen so eine Austauschklausel könnte vor diesem Hintergrund schon ganz sinnvoll sein. Dann natürlich vereinbaren, dass die Privatnutzung eröffnet ist, also die Privatnutzungsmöglichkeit einräumen. Hatten wir in der vorherigen Folie bei der dort beschriebenen Formulierung ja mit eingebaut. Und dann die Frage, kann ich die Privatnutzungsmöglichkeit irgendwie durch Vereinbarung einschränken? Ja, das kann ich. Und das macht teilweise vielleicht auch Sinn. Gerade bei Leasingfahrzeugen kann das Sinn machen, wenn ich da sonst Schwierigkeiten habe, in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, die Laufleistung zu begrenzen. Das kann man direkt machen, das kann man indirekt machen, das kann man zum Beispiel direkt machen, dass ich den Kreis der zur Fahrzeugführung Berechtigten einschränke. Ja? Also ich kann ohne weiteres sagen, nur der Arbeitnehmer darf das. Ich weiß, üblich ist was anderes, dann steht da drin meinetwegen Arbeitnehmer, vielleicht auch Familienangehörige, Lebenspartner und so weiter. Das ist vielleicht auch das, was Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann gegebenenfalls erwarten. Aber das muss nicht sein, man kann das einschränken. Besonders interessant finde ich es eher auch bei gar nicht so sehr unter Laufleistungsgesichtspunkten, sondern vielleicht auch bei versicherungstechnischen Fragen, wenn da drin steht Kinder. Nicht? Also muss jetzt jemand, der 18 Jahre alt ist, muss ich dem jetzt sozusagen quasi mitgestatten, dass er dieses Fahrzeug führen darf? Kann man sich auch mal Gedanken drüber machen. Ist aber letztlich eine Frage, die Sie mit Ihrem Arbeitnehmer, Ihrer Arbeitnehmerin zu verhandeln haben. Aber es ist grundsätzlich möglich, das einzuschränken. Ja? Es muss keine unbeschränkte zur Verfügungstellung der Privatnutzung sein. Andere Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise die in Privatfahrten zu erfahrenen Kilometer, also die Laufleistung, beschränken. Wie gesagt, macht möglicherweise Sinn bei Leasingfahrzeugen, wo Sie eine bestimmte Laufleistung vereinbart haben und wo es danach gegebenenfalls recht teuer wird. Sie können auch die für Privatfahrten zulässigen Fahrtgebiete einschränken und sagen, ist meinetwegen nur innerhalb von Deutschland zulässig oder so. Auch darüber kann man vielleicht so ein bisschen die Laufleistung steuern. Ich kenne Unternehmen, die das teilweise machen vor diesem Hintergrund. Andere sagen, nee, also das können wir unseren Mitarbeitern nicht antun vor diesem Hintergrund. Die sollen das letztendlich so nutzen können wie ihr eigenes Fahrzeug auch. Habe ich Verständnis für, ist grundsätzlich auch kein Thema. Ich will nur sagen, man kann es auch einschränken. Ist also vor diesem Hintergrund zulässig, muss man dann eben entsprechend vereinbaren. Dann die Frage der Kostentragung. Wer bezahlt den ganzen Sums eigentlich? Üblich ist wohl die vollständige Freistellung der Arbeitnehmer von den Betriebs- und Unterhaltungskosten. Also Wartung, Reparatur, Treibstoff, Pflege und so weiter wird üblicherweise wohl alles vom Arbeitgeber, der Arbeitgeberin getragen. Das ist aber nicht zwingend erforderlich. Ja, auch im Rahmen der Privatnutzungsüberlassung eines Dienstfahrzeuges kann ich zum Beispiel sagen, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin muss zumindest für die Privatfahrten, gegebenenfalls muss dann ein Fahrtenbuch geführt werden, das Benzin selber bezahlen. Ist in Ordnung, wenn man das will. Wie gesagt, unüblich, aber ich habe Firmen, bei denen steht das sozusagen drin. Teilweise, das ist, sind verschiedene Variationen und Kombinationen möglich. Manche machen das auch sozusagen für Urlaubsfahrten und sagen dann, ja, wenn du mit dem Auto in Urlaub fährst, dann musst du das Benzin schon selber bezahlen. Nicht? Also ist möglich und hält einer Inhalts- und Transparenzkontrolle auch statt. Mir ist zumindest keine Entscheidung untergekommen, die das mal
in Frage gestellt hat. Irgendwo ist sicherlich eine Grenze, nämlich dann, wenn das dazu führt, dass die Dienstfahrten, die also wirklich dienstlich durchgeführt werden und dienstlich veranlasst sind, letztlich durch den Arbeitnehmer bezahlt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das wohl ausgeschlossen ist. Nicht? Denn hier würde der Arbeitgeber letztlich unternehmerische Kosten auf den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin abwälzen und da ist wohl eine Grenze dann in irgendeiner Art und Weise erreicht. Nächstes Feld, was man häufig in Dienstwagenverträgen findet, sind Pflichten, die dem Arbeitnehmer auferlegt werden. Wie gesagt, einen Teil der Pflichten hat er ohnehin, unabhängig davon, ob das geregelt ist oder nicht. Manche sollte man sicherlich regeln, weil die Pflichten des Arbeitnehmers ansonsten nicht bestehen. Aber eigentlich sollte man es vielleicht vollumfänglich mit aufnehmen, einfach um es dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin auch transparent zu machen, wie er sich in bestimmten Fällen zu verhalten hat. Also einmal Wartung und Pflege. Nicht? Also es ist ja häufig so, dass wenn Sie einen Dienstwagen ausgeben, Sie den gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Steht vielleicht morgens irgendwie auf dem Hof und abends ist er wieder weg. Das heißt, Wartung und Pflege, da gucken Sie vielleicht gar nicht drauf. Es gibt ja so Intervalluntersuchungen. Ich selber habe kein eigenes Auto. Ja? Ich fahre Auto, aber habe kein eigenes Auto. Aber ich habe mal gehört, es gibt irgendwie so Intervalluntersuchungen, die man da durchführen lassen sollte und müsste. Nach dem Öl gucken und so weiter. All solche Dinge sollte man vielleicht aufschreiben in den Dienstwagenüberlassungsvertrag, dass diese Pflichten sozusagen auf den Arbeitnehmer ausgelagert werden beziehungsweise ihn treffen. Die Meldung von Unfällen, wenn ein Unfall passiert, und zwar häufig Regelungen, dass das sowohl der Polizei zu melden ist, das hat meistens Gründe hinsichtlich einer möglichen Anforderung von Versicherungen, aber natürlich auch gegenüber dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber muss auch informiert werden. Das hat, wir werden das nachher sehen, eben vielleicht auch Gründe, die im Bereich der Haftung liegen. Dann finden wir häufig Regelungen, ich habe das hier mal Melde- und Entscheidungsketten gesagt, bei notwendigen Reparaturen. Eine Reparatur steht an, wer entscheidet jetzt eigentlich, ob repariert wird oder nicht. Nicht? Darf das der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin selber machen? Wenn ja, bis zu welchem Betrag? Oder trifft diese Entscheidung letztlich der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, insbesondere bei Leasingverträgen? Hat vielleicht auch noch die Leasingfirma in irgendeiner Art und Weise ein Wörtchen mitzureden. Deswegen finden sich häufig Regelungen, dass gesagt wird, wenn sozusagen Reparatur notwendig ist, dann meldest du dich bitte bei uns und wir entscheiden darüber, ob und ob nicht. Sollte man vor diesem Hintergrund vielleicht mit aufnehmen. Gegebenenfalls dem Arbeitgeber die Möglichkeit zur Anordnung eines Fahrtenbuchs einzuräumen. Das macht ab und zu vielleicht auch mal Sinn. Das wird man wohl nicht von Anfang an verlangen können. Kann man auch, wenn man das möchte, aber das ist eher wahrscheinlich untypisch, untunlich in der betrieblichen Praxis. Aber es mag ja Situationen geben, wo es vielleicht dann doch ganz gut ist, wenn der Arbeitgeber mal weiß, sozusagen, welche Fahrten der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin mit dem Dienstwagen privat veranlasst hat. Da steht dann natürlich nicht drin, am so und so vielten zu Oma Hilde oder so. Da steht dann nur drin, Privatfahrt, ne, mit Kilometerstand und Datum. Eine solche Möglichkeit sollte man vielleicht schon in den Dienstwagenüberlassungsvertrag aufnehmen, weil es Situationen geben kann, wo das vielleicht ganz wichtig ist. Häufig steht dann auch drin, macht auch Sinn, Pflicht zur Mitteilung bei Fahrverbot oder Verlust der Fahrerlaubnis, weil letztendlich auch der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin in der Verantwortung steht, das Dienstfahrzeug nur an jemanden zu überlassen und zur Nutzung in Anführungszeichen freizugeben, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zu dem Zeitpunkt auch fahren darf. Deswegen wird diese Pflicht gerne häufig aufgenommen. Ich halte das auch für sinnvoll. Darüber hinaus dann Fragen zur Nutzung nur im Rahmen des Vereinbarten. Das ist natürlich die Pflicht des Arbeitnehmers. Zum Beispiel, wenn Sie den Kreis der führungsberechtigten Personen eingeschränkt haben, sei es auf die Familie, dass hier natürlich die Pflicht des Arbeitnehmers besteht, keine unbefugte dritte Person fahren zu lassen. Nicht? Also stellen Sie sich das vor, der Arbeitnehmer Privatnutzung fährt mit dem Fahrzeug irgendwie hin, hat einen netten Abend und stellt fest, er kann alkoholbedingt nicht mehr fahren, dann darf er den Schlüssel nicht einfach seinem Freund in die Hand drücken und sagen, Mensch, fahr mich mal nach Hause, ich kann heute nicht mehr. Nicht? Da muss er das Auto stehen lassen. Ist auch übrigens Fragen der Haftung spielen da dann eine Rolle, aber das ist natürlich die Pflicht des Arbeitnehmers, sozusagen den Wagen nicht an unbefugte Dritte und wer dann befugt ist, können Sie halt vorher regeln, zu überlassen. Und vielleicht auch den Arbeitnehmer mal darauf hinweisen, dass wenn er es an Dritte befugt überlässt, Ehefrau, Ehemann, Kinder, Lebenspartner, Lebenspartnerin, dass er verpflichtet ist, die Fahrerlaubnis zu überprüfen. Nicht? Könnte auch sinnvoll sein, den darauf hinzuweisen, dass da nicht dann jemand mit einem Dienstwagen fährt,
der vielleicht gar nicht fahren darf. Diese Pflicht kann man zumindest beim Arbeitnehmer, auch beim Arbeitnehmer der Arbeitnehmerin abladen. Jetzt kommen wir kurz zur Haftung. Wenn Sie in Dienstwagenverträge gucken, sehen Sie manchmal ganz komische Haftungsnormen. Wenn man die Regelungen sich durchliest, denkt man, wieso ist denn das so komisch geregelt da? Also auch in unserem Muster, dazu muss man mal Folgendes verstehen, was im Grunde genommen der Hintergrund ist. Es wird häufig unterschieden zwischen Schäden, die bei der dienstlichen Nutzung entstehen und Schäden, die bei der privaten Nutzung entstehen. Das hat folgenden Hintergrund. Das hat eigentlich nicht speziell was mit den Dienstkraftfahrzeugen zu tun, sondern Stichwort, ich habe das hier mal hingeschrieben, ist Arbeitnehmerhaftung bzw. innerbetrieblicher Schadensausgleich. Wenn Sie das bei Google eingeben, kommen Sie schon relativ viel weiter. Wie gesagt, hat erstmal nichts mit dem Dienstwagen zu tun. Wir gehen mal ganz kurz vom Dienstwagen weg. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten für Arbeitgeberinnen und für Arbeitgeber. Wer arbeitet, macht Fehler. Das wird Ihnen nicht anders gehen als mir. Dadurch können auch Schäden entstehen. Und jetzt ist die Frage, gilt eigentlich der allgemeine zivilrechtliche Haftungsmaßstab, dass im Grunde genommen jeder auch haftungsmäßig immer für die Schäden verantwortlich ist, die er einem anderen zufügt, und zwar zumindest, wenn er sie verschuldet. Das heißt, jede Art von Fahrlässigkeit, und mag sie noch so leicht sein, führt im Zweifel dazu, dass ich als derjenige, der den Schaden zumindest leicht fahrlässig verursacht habe, also verschuldet habe, dass ich für den Schaden ausgleichspflichtig bin. Und da hat die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts irgendwann gesagt, diese allgemeine zivilrechtliche, sehr scharfe Haftung, die ist eigentlich nicht sach- und interessengerecht im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Und hat vor diesem Hintergrund eine Rechtsprechung entwickelt und gesagt, der Arbeitnehmer, dem soll zumindest im Rahmen des Arbeitsverhältnisses eine gewisse Haftungsprivilegierung zugutekommen. Weil, Hintergedanke ist der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, könnte ihren Betrieb nicht aufrechterhalten, wenn sie keinen Arbeitnehmer, keine Arbeitnehmerin hat. Vor diesem Hintergrund sagt man dann muss der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin gegebenenfalls auch bei Schäden, die da entstehen, in gewisser Art und Weise etwas mittragen. Und da ist man dann zu einer sogenannten, ich nenne das immer Haftungstrias gekommen, weil man im Grunde genommen drei verschiedene Fallgruppen dann unterscheidet und hat gesagt, also bei leichter Fahrlässigkeit, wenn der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin leicht fahrlässig handelt bei der dienstlichen Verrichtung und dann ein Schaden entsteht, soll die überhaupt nicht haften. Anders als bei der allgemeinen zivilrechtlichen Haftung. Ja? Bei leichter Fahrlässigkeit keine Haftung. Bei normaler Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin, ich habe das hier nicht näher aufgesplittert, sozusagen quotal. Das heißt, da guckt man sich im Einzelfall an, mit welcher Quote er haftet oder sie haftet dann nicht voll dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin. Bei grober Fahrlässigkeit auch eine Haftung und zwar in der Regel voll und bei Vorsatz auch. So, das ist jetzt bei der dienstlichen Nutzung. Da haben wir die sogenannte privilegierte Haftung. Und jetzt ziehen wir das Ganze wieder in den Dienstwagenvertrag sozusagen rein oder in die Dienstwagennutzung und sagen, okay, wenn der Dienstwagen tatsächlich dienstlich genutzt wird und daran ein Schaden entsteht, gilt sozusagen diese Haftungsprivilegierung. Leichte Fahrlässigkeit minus, normale Fahrlässigkeit plus, gegebenenfalls mit Quote. Grobe Fahrlässigkeit plus, in der Regel ohne Quote. Bei Vorsatz auch plus. Also bei leichter Fahrlässigkeit relativ prima. So, aber was ist jetzt, wenn der Dienstwagen privat genutzt wird? Es wird eben zu Oma Hilde gefahren und da wird ein Schaden verursacht bei der Nutzung des Dienstwagens. Dann sind wir eben nicht in der dienstlichen Nutzung, sondern sind dann bei der privaten Nutzung. Und da gilt diese Haftungsprivilegierung nicht. Deswegen bei einem solchen Verkehrsunfall zum Beispiel haftet der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin auch bei leichter Fahrlässigkeit. Das heißt, hier liegt die ganz normale, auch recht scharfe, allgemeine zivilrechtliche Haftung vor. Deswegen, ich springe noch mal kurz zurück, ist es eigentlich immer auch so wichtig, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin irgendwelche Schadensereignisse meldet, damit man uns zeitnah, damit man nicht nur das im Zweifel der Versicherung mitteilen kann, sondern damit man im Zweifel auch zeitnah noch in irgendeiner Art und Weise ermitteln kann, war das denn jetzt ein Schadensfall im Rahmen einer dienstlichen Nutzung mit möglicherweise etwas anderen Haftungsregelungen oder war es ein Schadensfall bei privater Nutzung mit der allgemeinen zivilrechtlichen Haftung? Ja? Deswegen stehen manchmal so merkwürdige Regelungen in den Dienstwagenverträgen drin, die Sie wahrscheinlich auch haben, die zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden. Wenn man das nicht drin hat, das ist so ein typischer Fall dafür, wenn man das nicht drin hat,
ist das erstmal nicht weiter schlimm, weil das gilt ohnehin, ich würde jetzt mal sagen, aus gesetzlichen Gründen, also insbesondere aufgrund der Rechtsprechung. Aber trotzdem finden Sie sich das in vielen Dienstwagenverträgen. Und ja, das ist sozusagen der Hintergrund. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich, wenn Schaden entsteht durch unsachgemäße Wartung oder Pflege? Nicht? Also Öl wird nicht nachgefüllt. Weiß nicht, was dann passiert. Irgendwie der Motor läuft sich wahrscheinlich fest. Oder die Pflege ist nicht in Ordnung. Dann gibt es wohl eine Entscheidung, dafür habe ich nicht gefunden, weil man in den Bereichen wahrscheinlich nicht so zwischen dienstlicher Nutzung auf der einen Seite und privater Nutzung auf der anderen Seite unterscheiden kann. Gilt wohl eins, also wie Schaden bei dienstlicher Nutzung. Ja, muss man sich im Zweifel den Einzelfall in irgendeiner Art und Weise angucken. Aber grundsätzlich würde man vor diesem Hintergrund wohl sagen, wird man das wohl unter die privilegierte Haftung fassen müssen. Aber wie gesagt, da haben wir fast keine Entscheidung zu. Und da muss man sich den Einzelfall im Zweifel angucken. Ja. Wir haben gerade über die Haftung geredet, wir haben gerade über den Schaden geredet. Man findet häufig in Dienstwagenüberlassungsverträgen die Obliegenheit, so nenne ich das mal, des Arbeitgebers zum Abschluss einer Vollkaskoversicherung. Das hat deswegen auch was mit Haftung zu tun, weil die Rechtsprechung davon ausgeht, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eben gehalten ist, eine Vollkaskoversicherung für das Dienst-Kfz abzuschließen, insbesondere im Hinblick auf die dienstliche Nutzung, die auch erfolgt, um den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin von einem zu hohen Haftungsrisiko zu entlasten. Tut der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin das nicht, wird bei der Schadenshöhe, die letztendlich beim Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin dann verbleibt, aber so getan zugunsten des Arbeitnehmers, als ob die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber eine entsprechende Vollkaskoversicherung abgeschlossen hätte. Und dann haftet der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin gegebenenfalls, wenn überhaupt ein Haftungsfall vorliegt, höchstens in Höhe der Selbstbeteiligung. Beziehungsweise, wenn eine solche vorliegt, beziehungsweise wenn keine vorliegt, in Höhe der üblichen Selbstbeteiligung. Gilt übrigens nicht nur bei Dienstwagenverträgen. Ja? Also, dass Sie im Zweifel, können Sie auch mal gucken, kleiner Exkurs, häufig gerne, insbesondere manchmal im Pflegebereich, dass so Schlüssel abhanden kommen. Nicht? Was ist eigentlich, wenn dienstlich Schlüssel überlassen werden? Die sind auf einmal weg, Schlüsselbund fehlt. Ja? Und sie sind im Pflegebereich möglicherweise tätig. Die sind alle aushäusig, ambulante Pflege und ein ganzer Schlüsselbund ist weg von allen Kundinnen und Kunden, die sie haben. Wer haftet dafür eigentlich? Nicht? Also wahrscheinlich grundsätzlich erstmal der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin. Hängt ein bisschen davon ab, wie der verloren gegangen ist. Aber im Bereich der leichten Fahrlässigkeit wird man wohl nicht sein. So, und dann kommen schnell mal ein paar tausend Euro zusammen, möglicherweise sogar mehr als 10.000 Euro, wenn Sie über die Schlösser austauschen müssen, weil das Ding wäre, weil die Schlüssel weg sind. Da verlangt die Rechtsprechung vom Arbeitgeber, der Arbeitgeberin eigentlich, dass solche Sachen versichert sind. Ne? Könnte man mal drüber nachdenken. Und dann haben Sie auf einmal nur noch einen potenziellen Haftungsanspruch gegenüber der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer in Höhe der Selbstbeteiligung. Spielt eben beim Dienst Kfz auch eine Rolle, aber eben nicht nur da. So, Herausgabe des Fahrzeugs. Ich unterscheide hier so ein bisschen zwischen Herausgabe auf der einen Seite und Widerruf auf der anderen Seite. Herausgabe ist für mich jetzt, gib das Fahrzeug mal wieder her, Klammer auf, du kriegst es demnächst wieder. Auch hier so ein Fall, der dann häufig in Dienstwagenvereinbarungen geregelt ist, wo aber auch ohne explizite Regelungen gegebenenfalls Herausgabeansprüche bestehen. Also Grundsatz ist erstmal, solange der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zur Vergütungszahlung verpflichtet ist, darf der Arbeitnehmer den Dienstwagen grundsätzlich auch privat nutzen. Das Bundesarbeitsgericht mal entschieden, zum Beispiel auch bei Urlaub, darf er grundsätzlich weiterhin privat nutzen, bei Arbeitsunfähigkeit mit Entgeltfortzahlung und auch im Mutterschutz. Grundsätzlich erstmal möglich. So, der Arbeitgeber ist allerdings nicht zur Vergütungszahlung verpflichtet und darf dann eben vom Arbeitnehmer den Dienstwagen auch entschädigungslos herausverlangen, wenn er eben nicht mehr zur Vergütungszahlung verpflichtet ist. Das ist eben in Fällen von unbezahlter Freistellung und unbezahltem Urlaub der Fall, hat man vielleicht nicht so häufig. Das ist in Fällen der Elternzeit der Fall, da wird ja auch keine Vergütung geschuldet durch die Arbeitgeberin, den Arbeitgeber. Und das ist auch in Zeiten der Arbeitsunfähigkeit ohne Entgeltfortzahlung der Fall. Das heißt, wenn jemand länger als 6 Wochen krank ist und es sich um eine Fortsetzungserkrankung handelt, haben Sie das Recht, das Dienstfahrzeug herauszuverlangen. Ob Sie das dann machen, ist wieder eine ganz andere Frage, denn den dienstlichen Anteil der dienstlichen Nutzung des Dienstfahrzeugs können Sie ohne weiteres herausverlangen
Und den privaten Anteil auch, das ist zwar Entgeltbestandteil, geldwerter Vorteil, aber sie sind ja nicht verpflichtet, weiter zu zahlen. Wird manchmal gemacht, manchmal wird es nicht gemacht. Müssten Sie sich nur die Frage stellen, wenn Sie es nicht machen, wie rechnen Sie es ab? Denn der geldwerte Vorteil bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass teilweise so eine Praxis besteht, man verlangt es erstmal nicht heraus. Das ist auch erstmal völlig in Ordnung. Man muss das ja nicht tun. Aber rechnet man dann es auch ab, obwohl die Abrechnung, Lohnabrechnung normalerweise eine Null hat, weil man vielleicht zur Entgeltfortzahlung nicht mehr verpflichtet ist. Könnte man mal drüber nachdenken. Müsste man wohl trotzdem abrechnen. So, dann natürlich die Herausgabe bei Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten beziehungsweise bei Ersatzbeschaffung, auch ohne Entschädigung. Sie müssen den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin dann nicht entschädigen, sollten Sie allerdings dann regeln, insbesondere bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Was ist, wenn das Fahrzeug in der Werkstatt ist, weil irgendein Schaden entstanden ist, unabhängig davon erstmal, wer den verursacht hat? Dann kann ich, muss ich natürlich die Möglichkeit haben, das herauszuverlangen, damit ich es im Zweifel selber in die Werkstatt bringen kann. Und es ist die Frage, vor diesem Hintergrund muss ich es als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin dann so eine Art Nutzungsausfallentschädigung bezahlen, weil es ja eigentlich ein geldwerter Vorteil und damit Entgeltbestandteil ist, kann und sollte man regeln, dass man in diesen Fällen eben keine Entschädigung zu zahlen hat. Dann auch die Fälle von Fahrverbot, Entzug der Fahrerlaubnis, vor diesem Hintergrund auch Herausgabeanspruch. Man sieht das häufig, wir kommen da gleich zu, bei den Widerrufsmöglichkeiten. Das ist häufig da geparkt. Ich meine, es ist eher eine Herausgabefrage, weil denken Sie an ein Fahrverbot, ist nur ein Monat. Da können Sie möglicherweise jetzt nicht die gesamte Privatnutzung widerrufen, aus meiner Sicht, sondern können nur sagen, hey, Fahrzeug wieder her, auch ohne Entschädigung, weil du kriegst es wieder, wenn du wieder fahren darfst. Gilt auch für den Entzug einer Fahrerlaubnis, obwohl das meistens länger ist. Trotzdem würde ich sagen, das sind eher Herausgabefälle, nicht unbedingt Widerrufsfälle. Aber man muss dazu sagen, in vielen Formularen sind diese Fälle, Fahrverbot, Entzug der Fahrerlaubnis, im Bereich der Widerrufsklauseln geparkt. Generell in vielen Dienstwagenüberlassungsverträgen Widerrufsklauseln, also ein Widerrufsvorbehalt. Unter bestimmten Voraussetzungen soll ich als Arbeitgeberin, Arbeitgeber berechtigt sein, die Privatnutzung des Fahrzeuges gegenüber dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin zu widerrufen. Das sind für mich die Fälle, wo der Widerruf ausgeübt wird und das Fahrzeug gibt es dann auch erstmal nicht wieder. Anders als bei der Herausgabe, so differenziere ich zumindest. Auch hier AGB-Kontrolle der Klauseln sollten vereinbart werden, transparent muss das geschehen und es muss auch sozusagen sachgerecht geschehen. Das heißt, ich brauche sachliche Gründe und die müssen auch klar formuliert sein. Zum Beispiel kann ich das vereinbaren für eine wirksame Freistellung des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Ich kann es auch, steht häufig drin, bei einer schlechten Ergebnisentwicklung des Unternehmens oder sogar der Abteilung, allerdings mit konkreten Kennziffern. Dann muss auch konkret irgendwas mit EBIT oder was auch immer da stehen, damit es wirksam ist. In unserem Muster und in vielen Mustern steht das so konkret nicht drin. Das hat bestimmte Gründe, aber eine solche Klausel wäre dann wahrscheinlich unwirksam, befürchte ich. Aber es ist Standard, dass man solche Klauseln hat und man muss sagen, wahrscheinlich ist es auch Standard, dass konkrete Kennziffern eben nicht benannt werden. Gleiches wegfallende Wirtschaftlichkeit der Dienstwagennutzung. Also wenn man den Dienstwagen wirklich überlässt, auch zur Privatnutzung, aber auch eine dienstliche Nutzung vielleicht auch schwerpunktmäßig vorliegt, dann kann man vereinbaren, wenn die dienstliche Nutzung des Dienstwagens nicht mehr erforderlich ist, dass ich dann die Dienstwagennutzung, auch den Privatnutzungsanteil sozusagen widerrufen kann. Auch da muss ich dann allerdings konkrete Kennziffern angeben und sagen, wenn eine bestimmte zum Beispiel Laufleistung an dienstlichen Kilometern unterschritten wird oder vielleicht auch, wenn ich es an über Tage, über Einsatztage mache. Das muss dann konkret und sachgerecht geregelt sein. Findet man kaum, aber wenn man es findet und es wirksam sein soll, brauche ich diese konkreten Kennziffern. Dann vor diesem Hintergrund vertragswidrige Nutzung bzw. Verstöße gegen Überlassungsvertrag. Da muss ich dann auch die Möglichkeit vereinbaren und die habe ich dann auch zu sagen, so, den nehme ich dir jetzt weg, den Dienstwagen. Das ist immerhin unser Fahrzeug, damit fährst du rum, du hältst dich nicht an das, was wir vereinbart haben. Also vor diesem Hintergrund dann in solchen Fällen der Widerruf möglich. Und zwar auch, und das sollte man dann vereinbaren, entschädigungslos. Dann gibt es auch, obwohl es ein geldwerter Vorteil ist, ein Entgeltbestandteil ist, grundsätzlich die Möglichkeit zu vereinbaren. In diesen Fällen zulässigen Widerrufs bin ich dann auch nicht verpflichtet, wenn ich es vereinbare als Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin, quasi diesen geldwerten Vorteil durch, ich nenne das mal Barzahlung, sozusagen auszugleichen.
Wir nähern uns dem Ende. Rückgabe, eigener Rückgabeanspruch des Arbeitgebers, auch bei Leasingfahrzeugen steht häufig auch was zu in den Überlassungsverträgen drin, das ja natürlich herauszugeben ist. Das müsste nicht mal drinstehen, das ergibt sich aus allgemeinen Rechtsgedanken, auch bei Leasingfahrzeugen, obwohl Sie ja gar nicht Eigentümerin dann im Zweifel des Fahrzeuges sind, können Sie es trotzdem herausverlangen. Was häufig drin steht, dazu würde ich auch raten, Ausschluss eines Zurückbehaltungsrechts, insbesondere bei Leasingfahrzeugen. Nicht? Dass dann klar ist, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, wenn noch irgendwelche Punkte offen und streitig sind, kann nicht sagen, nee, solange du hier irgendwas, was mir zustehst, nicht erfüllst, kriegst du das Fahrzeug nicht wieder. Bei Eigentumsfahrzeugen ist das schon schwierig, wenn sie jemanden haben, der es eigentlich übernehmen soll. Bei Leasingfahrzeugen, wenn sie es zurückgeben müssen, wird es dann ganz kritisch. Deswegen immer Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts vereinbaren, ist wohl auch wirksam. Dann finden Sie in Dienstwagenverträgen häufig dann Regelungen zur Abrechnung. Wie gesagt, die Privatnutzung ist geldwerter Vorteil, damit Entgeltbestandteil. Und dann sollten Sie schon mal irgendwo reinschreiben, dass das eben vom Arbeitnehmer zu versteuern ist, damit das nicht möglicherweise auf Sie zurückfällt. Pflicht zur Übernahme hat man manchmal drin. Dass es Fragen ist, was ist eigentlich, wenn das Arbeitsverhältnis endet? Ich habe jetzt gerade einen Dienstwagen entweder angeschafft oder geleast. Gibt es nicht irgendwie, dann kann ich den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nicht in irgendeiner Art und Weise verpflichten, das zu übernehmen, das Fahrzeug. Das geht nicht. Gilt sowohl bei Eigenfahrzeugen als auch bei Leasingfahrzeugen gleichermaßen. Das ist selbst dann nicht zulässig, das zu vereinbaren, wenn es um eine Eigenkündigung des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin geht und auch selbst dann nicht, wenn er den Dienstwagen sich vielleicht noch selbst ausgesucht hat. Gibt es Entscheidungen, Arbeitsgericht Chemnitz, Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz. Warum? Das ist natürlich im Zweifel mit hohen wirtschaftlichen Aufwendungen für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin verbunden, was dazu führt, dass sie letztlich in ihren Kündigungsmöglichkeiten unverhältnismäßig eingeschränkt wird. Das hält also einer Überprüfung nicht stand, eine solche Klausel. Aber Sie können natürlich ein Übernahmerecht vereinbaren, entweder direkt in der Dienstwagenüberlassungsvereinbarung des Arbeitnehmers oder wenn das Arbeitsverhältnis endet und der Arbeitnehmer sagt, Mensch, ich würde das Fahrzeug gerne weiterfahren, wir haben uns so dran gewöhnt und Sie sagen, jo, kein Thema, bei Eigenfahrzeugen können Sie das dann gerne machen. Vorsicht bei zwei Sachen, der Kaufpreis muss marktgerecht sein, ist er das nicht? Ist dieser Minderkaufpreis eine Abfindung nach § 34 Einkommensteuergesetz, wenn wir hier über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses reden, und ist dann wahrscheinlich entsprechend vor diesem Hintergrund auch abzurechnen. Zweitens, der Arbeitgeber ist immer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB. Das heißt, Sie können, wenn Sie das Fahrzeug verkaufen, die Gewährleistung nicht wirksam ausschließen. Das heißt, Sie haften letztlich wie ein Gebrauchtwagenhändler für das Wohl und Wehe dieses Fahrzeuges, weil die Gewährleistung kann nicht wirksam ausgeschlossen werden. Anders als wenn Sie privat ein Fahrzeug verkaufen, da kann man ja in gewissem Rahmen zumindest die Gewährleistung ausschließen. Wenn Sie es nicht gewerblich tun, das können Sie als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin nicht. Das heißt, Sie sind immer in der Gewährleistung drin. Sollte man mal ein paar Minuten drüber nachdenken, ob man vor dem Hintergrund so ein Fahrzeug überhaupt noch dann selber verkaufen will. Und bei Leasingfahrzeugen können Sie es ja eh nicht selber verkaufen, da liegt die Entscheidung beim Leasingunternehmen. Das war schon. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für die Teilnahme. Gute Restwoche noch und bis demnächst hoffentlich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.